Hallo, ihr Brettkarten- und Tabletop-Spieler, ich bin Marcel und hatte das große Vergnügen, einen Prototypen von Neta Tanker mehrere Wochen antesten zu dürfen. Neta Tanker ist das für den 5. Juni anstehende Kickstarter-Projekt von La Boîte de Jeu. Woher kennen wir La Boîte de Jeu? Viele Brettspieler von uns kennen es durch die sehr erfolgreiche Kickstarter-Kampagne dieses Schwergewichts, nämlich von Outlive. Oder aber seiner Nachfolgekampagne, nämlich Clash of Rage, das auch demnächst ausgeliefert werden dürfte. In Neta Tanker schlüpfen 2 bis 4 Spieler in die Rolle eines aufstrebenden Indianerhäuptlings, der um die Rolle des Neta Tankers, also des Häuptlings Oberen, konkurriert. Wie dieses Worker Placement Spiel funktioniert, das heißt, wie wir es aufbauen, wie eine Runde abläuft, wie wir zu Siegpunkten kommen und wie die einzelnen Locations funktionieren, das erkläre ich euch jetzt gleich und ende mit meinem Fazit. Der Spielaufbau bei Neta Tanker ist so genial einfach, geht so schnell vonstatten, dass ich euch den hier direkt zeigen kann. Beachtet bitte, dass ich hier einen Prototyp habe, das heißt, die Materialien werden in der fertigen Version, vor allem in der Kickstarter-Version, wesentlich hochwertiger werden. Das wissen viele von uns ja bereits von Outlive. So, ihr seht, bis jetzt habe ich nur das Spielbrett in die Mitte des Tisches gelegt. Der zweite Schritt ist, dass ich die Ressourcen, in meinem Fall die braunen Holzmiepe, Holzteile und die Felle an die Spielfeldseite platziere und dann die roten Fleisch, die blauen Pilz und die grauen Knochenteile dazustelle. So, danach nehme ich mir die namensgebenden Neta-Tanker-Karten. So, diese Karten mische ich. So, oh, wunderbar, eine fliegt mir durch die Luft. So, nachdem ich sie gemischt habe, platziere ich 5 von diesen Karten face up. Also 1, 2, 3, 4, 5 neben das Brett und lege den Stapel daneben. Und auch hier ist immer die Karte auf dem Stapel sichtbar, also face up. Genau das gleiche mache ich mit den Handwerkskarten. Auch diese werden gemischt. So, und sie werden hier face up, nämlich genau 5. Ja. So rum. Neben das Brett gelegt und die 6. Karte auf dem Stapel, die kennen wir. So. Als nächstes kommen die Kanu-Karten, das sind die hier oben, die werden gemischt und es werden für ein 3-Spieler-Spiel, was ich euch jetzt mal zeigen werde, 7 davon gewählt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, die anderen werden nicht gebraucht und kommen in die Box. Die werden hier oben auf das Kanu-Feld platziert, sie dienen später als Counter, als Runden-Counter, die oberste ist sichtbar zu Spielbeginn. Dazu kommt der besuchende Nomade, der Visiting Nomad. Den platziere ich hier schon einmal. Dann haben wir noch ein Totem Pole Board, ja, also den Totempfahl oder das Totempfahlfeld. Ihr seht, das ist hier für 3 Spieler. Und das lege ich hier hin. So, was habe ich noch vergessen? Genau, es gibt 2 Gebiete, die zu Spielbeginn bestückt werden müssen, nämlich einmal dieser Waldbereich, ja, so, guck mal hier, da kommen also schon bereits 3 Holz und ein Pilz hin, die finden wir nämlich einfach im Waldbereich und dann brauchen wir noch für die, ja, für die Tanning Section, also die Schlachtsektion, brauchen wir 3-mal Fleisch. So, eins habe ich noch vergessen und zwar hier, da kommen die Büffel hin. Ein Büffel face up, der ist gefangen, der andere ist noch nicht gefangen. So, dann bekommt jeder von uns Spielern ein solches Spielerboard. Das ist ein ganz wichtiges, da kommen wir gleich nochmal genau dazu. Ich lege jetzt einfach nur mal diese Spielerboards so sichtbar hier hin. Ja, machen wir später ein bisschen besser. So, und zu den Spielerboards bekommt jeder natürlich seine Miepel. Bei einem 3-Spieler-Spiel bekommt man 4 Miepel, die gelben und die roten.
Dann bekommt jeder noch zwei Felle, ein Holz und ein Pilz. So, also zwei Felle, ein Holz, ein Pilz. Zwei Felle, ein Holz und ein Pilz. Und nochmal zwei Felle, ein Holz und ein Pilz. Dann haben wir nur noch eine einzige Sache, die wir noch erledigen müssen. Nämlich, das sind die Objective Cards, ja, kennt man ja von vielen Worker Placement Spielen. Die werden gemischt und werden im Geheimen an jeden Spieler ausgeteilt. So, den Startspielermarker, den bekommt der, der das letzte Spiel verloren hat. Der Rote hat verloren. Dann kommen noch auf unseren Totempfahl, kommen hier noch die Clan-Marker. So, das hier sind Link-Marker. Die werden hier auf diesen Link platziert. Die Generosity Points, Großzügigkeitspunkte, werden neben das Brett gelegt. Und ihr seht, selbst mit Erklärung habe ich das Ganze in circa 5 Minuten geschafft. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz tolle Zeit für einen Spielaufbau. Als nächstes gucken wir uns gleich an, wie eine Spielrunde abläuft. Eine Spielrunde in Netatanka besteht aus drei Phasen, nämlich erstens in der Worker Placement Phase, dann der Aktionsphase und in der Aufräumphase. Der Startspieler, in unserem Beispiel der rote Spieler, platziert zuerst einen seiner Meeple auf einer der Locations. Die Locations stelle ich euch gleich noch genauer vor. Dann kommt der links neben ihm sitzende Spieler, der platziert seinen Meeple. Dann kommt der Schlussspieler. Und dann geht's wieder von vorne los. Nachdem alle Spieler ihre Meeple platziert haben, endet die Worker Placement Phase und die Aktionen beginnen. Es beginnt der Startspieler, der führt seine Aktionen in einer beliebigen Reihenfolge aus. Das ist wichtig, da ich Ressourcen bekomme und diese Ressourcen vielleicht in meiner gleichen Aktionsphase noch verwenden will. Ist der Startspieler fertig mit seiner Aktionsphase, kommt der links neben ihm sitzende Spieler und dann der Schlussspieler. Zu Rundenende werden alle Meeple vom Spielbrett geräumt und die Kanokarte wird, ob da ein Meeple drauf saß oder nicht, in die Box geschmissen und wir sehen, die erste Runde ist vorbei. Super einfach, wie ich finde. Als nächstes schauen wir uns ganz, ganz wichtig und im Detail einmal an, wie wir Siegpunkte machen können. Okay. Um euch zu erklären, wie man Netatanka gewinnt, muss ich euch erklären, wie man Siegpunkte erzielt. Und Siegpunkte erziele ich, indem ich mir mal ganz genau mein Clanboard anschaue und vielleicht dazu auch noch dieses Totemboard, dieses allgemeine Totemboard. Ihr seht, es gibt verschiedene Sektionen auf meinem Clanboard. Wir haben hier die Zeltsektion, wir haben die Essenssektion, die Totemsektion und die Handwerkssektion. Alle diese Sektionen geben Siegpunkte. Wenn ich es schaffe, ein Zelt zu errichten, und das schaffe ich, indem ich zwei Felle und ein Holz habe und es hier auf dem ersten Zelt platziere, dann habe ich drei Siegpunkte. Schaffe ich es, weitere zwei Felle und ein Holz zu erarbeiten und zu platzieren, dann habe ich am Ende des Spiels 7 Siegpunkte. Ihr seht, diese Siegleiste schreitet voran bis zu 24 Punkten. Unterwegs wird es etwas schwerer, weil ich eben hier einen Pilz haben muss, um dieses Zelt bauen zu dürfen, ein Fleisch haben muss, um dieses bauen zu dürfen und so weiter. Wichtig und erwähnenswert ist, dass ich immer schon das nächste Zelt anfangen darf zu errichten, wenn auf dem vorigen Zelt zumindest eine von diesen drei Ressourcen liegt. Schaue ich mir hier diese Essenssektion an, dann darf ich auf diese Kochtöpfe entweder ein Fleisch oder ein Pilz legen. Ein Fleisch gibt in der Endabrechnung 2 Siegpunkte, ein Pilz einen Siegpunkt. Zusätzlich, und das ist eine ganz interessante Sache, bekomme ich, nachdem ich 5 Töpfe vollgelegt habe, diese Copy Power, mit der ich später bereits besetzte Felder auf dem Spielplan, aber nicht alle, ich zeige euch das gleich, kopieren darf, wenn da schon ein anderer Nomade sitzt. Hier haben wir den Totempfahl. Den Totempfahl, der hat gleich 2 Bewandtnisse für uns, habe ich auf dem Totempfahl, das ist hier noch nicht so gut sichtbar, 2 Holz und ein Geweih in dieser Kombination, ne? Also ich darf auch
erst ein Geweih und dann zwei Holz legen, wie ich möchte, dann habe ich pro zwei Holz und ein Geweih 5 Siegpunkte. Zusätzlich seht ihr hier dieses allgemeine Board. So, da seht ihr, am Anfang haben alle minus 3 Siegpunkte, wenn sie noch nichts mit dem Totempfahl gemacht haben. Sobald ich diesen Totempfahl beginne zu errichten und dieser höher wird, dann, wenn ich der Erste bin, der den Totempfahl vergrößert, dann komme ich eben auf diese 8 Siegpunkte. Das versuchen mir natürlich meine Mitstreiter zu nehmen, sobald die mich überholen, ja, also größer werden, einen größeren Pfahl, dann verdrängen sie mich von der 8 auf die 4. Ne? So gibt es dann ein Ranking. Wenn ich jetzt einen habe, der hat 2, der baut auch 1, dann kommt er auf die 0. Er muss mich überholen, um mich davon zu verdrängen. Das heißt, der Totempfahl gibt Siegpunkte einmal auf meinem Clanboard und dann auf diesem Totempole-Board. Und der dritte Punkt, oder der vierte Punkt, wir sind ja eigentlich schon beim vierten jetzt, sind diese Handwerkskarten. Ich hatte die an den linken Spielfeld rangelegt. Ihr erinnert euch, das sind diese Handwerkskarten. Kann man, glaube ich, ganz gut sehen. Wenn ich eine Handwerkskarte erwerbe, dann diesen Bogen in dem Fall durch zwei Holz baue, bekomme ich 3 Siegpunkte. Ich darf den dann hier unter das Board schieben. Und ich bekomme sogar, wenn ich eine Trommel, ein Trommelhandwerk, ein Bogenhandwerk und ein Kleidungshandwerk habe, bekomme ich dann auch nochmal diesen Bonus von 5 Siegpunkten. Und eine allerletzte Möglichkeit, Siegpunkte zu erzielen, sind die Generosity- oder Großzügigkeitspunkte, die ich bei einigen Feldern bekommen kann. Die lege ich mir neben das Clanboard und auch die sind später Siegpunkte wert. Bevor ich euch jetzt das Spielbrett grob vorstelle, bis ins kleinste Detail, macht gar keinen Sinn jetzt, möchte ich noch eins nachschieben, was ich eben vergessen hatte, nämlich hier diese Objective Card, die jeder von uns ja im Geheimen bekommen hat. Auf der Objective Card, das heißt auf der Rückseite, sehe ich nochmal eine geheime Siegbedingung, die mir weitere Siegpunkte gibt, nämlich 5 Siegpunkte, wenn ich einen 5 Stages hohen Totempfahl, 5 Generosity Points und 3 Zelte in diesem Fall gebaut habe. Ja, das ist also nochmal ein zusätzlicher Anreiz und der kann mir einen roten Faden geben. Ich finde es gar nicht verkehrt, wenn wir die Karte jetzt mal liegen lassen. Ja, erinnert euch, Totempfahl 5 Level, 5 Generosity Points und 3 Zelte. So, bei einem Worker Placement Spiel sind die Piktogramme, die wir auf dem Spielbrett haben, immer sehr wichtig und das sieht auf den ersten Blick ganz viel aus, aber aus Erfahrung. Durch das Spielen mit verschiedenen Gruppen kann ich euch sagen, jeder Spieler, der das mit mir gespielt hat, hat nach 2 Runden das gesamte Spielbrett verinnerlicht, da musste man nicht mehr nachgucken. Und deshalb möchte ich jetzt auch nicht wirklich das ganze Brett im Detail vorstellen, sondern ich mache es exemplarisch. Ja? Ihr seht, wir haben hier verschiedene Bereiche. Wir haben in der Mitte diesen Neta-Tanker mit einem Sonderfeld. Wir haben hier die Elder-Locations. Da haben wir immer einen Meeple mit diesen Strichelchen drum, die anzeigen, dass da nur ein Meeple drauf stehen darf. Und dann haben wir diese anderen Positionen drumherum, auch hier den Neta-Tanker, wo wir einen einzelnen Meeple haben. Das bedeutet, auch hier darf wie dort nur ein einzelner Meeple drauf stehen. Aber wenn ich die Copy Power habe, ja, also nachdem ich ja hier 5-mal gekocht habe und die Copy Power habe, dann darf ich eben meinen Meeple auch wohin stellen, wo schon einer steht, mit Ausnahme dieser Elder Positions. So. Das heißt, ich platziere gleich meine Meeple. Und ich könnte ja jetzt, denkt bitte noch einmal an meine Objective-Karte, die ich da hatte mit den 3 Zelten. Da könnte ich ja jetzt zum Beispiel sagen, ich platziere mich hier auf diese Position, die erlaubt mir, wie ihr hier seht, entweder diese oder diese Aktion auszuführen. Eine Rohstoff, hier in dem Fall Fleisch mit der blauen Hand, heißt, ich nehme mir ein Fleisch aus dem General Supply und lege es in meinen Spielerbereich. Oder aber, das ist die andere Option, ich nehme ein Holz oder ein Fell, die hatte ich ja zu Spielbeginn, ein Holz oder ein Fell, zum Beispiel jetzt hier ein Fell, und lege es auf mein erstes Zelt. Ne? Eins von den beiden Aktionen dürfte ich machen.
Wenn ich jetzt einen weiteren Meeple, ne, denkt dran, die Worker Placement Phase kommt erst, bevor wir die Aktion machen. Das heißt, wir können das jetzt nicht so machen, wie ich das gemacht habe, sondern machen erst alle unsere Meeples, setzen wir aufs Board. Wenn jetzt mein zweiter Meeple hier sitzen würde, dann dürfte ich in der Aktionsphase sogar 3 Stages auf so ein Zelt setzen. Das heißt, 3-mal Fell und oder Holz. Da könnte ich zum Beispiel ein Zelt, sofern ich die Ressourcen habe, fertig bauen. Und ihr seht eine Besonderheit an diesem Spiel. Es gibt diese Links zwischen den einzelnen Locations. Das heißt, wenn ich Meeples auf beiden angrenzenden Locations habe, dann darf ich sogar noch diesen Link nutzen. Eine ganz tolle Sache. Ja, so. Und jetzt im Groben, ne, im Groben unterteilt. Hier in diesem Bereich baue ich Zelte. Hier in diesem Bereich mache ich Handwerk. Hier in diesem Bereich errichte ich meinen Totempfahl. Hier sammle ich Holz. Hier koche ich. Und hier sammle ich Fleisch oder Pilz. Ja? Das sind so im Groben und Ganzen die Bereiche, Speichen nenne ich sie mal, die ich bearbeiten muss mit meinen Workern. Zusätzlich kommen dazu dann eben noch ein paar Sonderfelder, die übrigens sehr interessant zusammenarbeiten, nämlich einmal die Holzfäller, diesen Holzfällerbereich, auf dem ich einen Generosity Point bekomme, weil ich für die Gemeinschaft Holz schlage und Pilze sammle, die dann wiederum andere Leute ernten können. Also, ne, sie setzen sich hier auf diese Waldabholstelle und nehmen dann sich Holz. Ihr seht, da ist eben nicht die blaue Hand wie hier. Das heißt, wenn sie nicht da ist, nehme ich sie aus diesem Bereich. Wenn sie da ist, nehme ich sie aus dem General Supply. So, und hier haben wir noch eine klein bisschen komplexere, einen klein bisschen komplexeren Bereich. Das ist diese Tanning- oder Schlachtzone. Wenn ich da drauf sitze, bekomme ich 2 Felle von hier, sofern da welche sind. Und wie bekomme ich die? Wenn ich einen hier gefangenen Büffel schlachte, dann drehe ich den um. Bekomme dafür 3-mal Fleisch, die ich hier hinlege, 3-mal Felle, die ich hier hinlege und dann darf ich mir eben 2 nehmen. So, und Büffel werden nur gefangen, wenn sich hier ein Spieler seinen Meeple hinstellt, einen Generosity Point dafür nimmt und eben einen Büffel umdreht. So, die einzigen 2 Sonderfelder, die wir jetzt noch nicht genau angesprochen hatten, machen wir auch nur ganz kurz. Das ist hier das Kanufeld. Da variieren die Aktionen, die möglichen immer. Ich kann zum Beispiel hier den Startspielermarker bekommen und diesen Zusatzmeeple für die nächste Runde. Der Startspieler wandert immer im Uhrzeigersinn und da diesen Neta-Tanker, wo ich eine von den Neta-Tanker-Karten ziehen darf oder eben einen Knochen auf den Totenpfahl legen darf. Ja, gut. Im Großen und Ganzen war es das. Ohne euch zu überfrachten, habe ich euch jetzt das Spielbrett und die Locations vorgestellt. Bleibt das Fazit. Ich hatte jetzt fast 3 Wochen Zeit, den Prototypen von Neta Tanker mit verschiedenen Gruppen anzutesten. Ich habe gespielt zu 2, zu 3 und zu 4. Ich habe mit verschiedenen Spielern gespielt und kann an dieser Stelle schon sagen, mir gefällt es mit 3 oder 4 Spielern besser. Da haben wir einfach wesentlich mehr Interaktion als zu 2, wobei das Spiel zu 2 planbarer ist. Das ist Worker Placement typisch. Ich sage da nur meine persönliche Meinung, zu 3 oder zu 4 macht es mir mehr Spaß. Wenn ich ein Fazit gebe für ein Review oder ein Preview, dann gibt es immer 3 Elemente, nämlich die Thematik, die Mechanik und das Material. Bei einem Worker-Placement-Spiel sollte man auch über das Balancing reden und das machen wir jetzt. Thematisch gibt es Spiele, die mir besser gefallen. Dieses Indianer-Setting und dieses Konkurrieren um den Neta-Tanker, das ist zwar schön gemacht, das würde aber auch funktionieren in einem mittelalterlichen, einem antiken oder einem prähistorischen Setting, wo man konkurriert um den Oberkreuzritter oder um den Kaiser, den Julius Caesar oder eben um irgendeinen Häuptling in einem Steinzeitalter. Da mag dieses Setting fast aufgesetzt wirken oder austauschbar wirken, aber das Artwork, das entschädigt wirklich für vieles. Ja? Also, Thematik ist jetzt nicht unbedingt meins, Artwork gefällt mir aber sehr, sehr gut.
Zu den Materialien kann man an dieser Stelle noch gar nicht viel sagen. Es ist ein Prototyp. Wir wissen aber von den vorangegangenen Projekten von La Boîte de Jeux, insbesondere von Outlift, dass die Materialien wirklich herausragend sind. Ob das die Meeple sind, ja, wir erinnern uns an diese 3, 4, 5 Spieler Meeple, die da über das Board dieser postapokalyptischen Stadt rutschen. Ob das Materialien sind wie Fleisch, wie Munition, wie Wasser, die waren großartig, einzigartig und allein die stellen schon ein Unterstützungsargument für die am 5. Juni anstehende Kickstarter-Kampagne dar. Jetzt aber zu den beiden wichtigsten Elementen und Argumenten, nämlich Mechanik und Balancing. Mir hat die Mechanik, die Spielmechanik unheimlich gut gefallen. Mir hat sehr, sehr gut gefallen, wie diese einzelnen Zahnrädchen, also die Locations, wie Zahnräder ineinander greifen, dass ich zuerst eine Location besuchen muss, um mir einen Baum zu besorgen, mit diesem Baum dann ein Totempfahl zu errichten oder noch besser, ich fange einen Bullen, schlachte den Bullen, verwende das Fleisch zum Kochen oder eben zum Umtauschen gegen andere Ressourcen. Das war so logisch. Das war so sinnvoll gemacht. Das hat mir unfassbar gut gefallen. Und da gab es natürlich gerade in Verbindung mit diesen Objective-Karten, ja, gab es natürlich wunderbar rote Fäden, die sich uns bereits bei Spielanfang gezeigt haben, wo ich mir dann gesagt habe, okay, ich kümmere mich hier um den Zeltbau oder ich kümmere mich eher ums Handwerk. Ja? Also das hat einfach sehr, sehr gut, das war sehr, sehr stimmig, hat sehr gut geklappt. Und noch spannender wurde es natürlich dann, wenn uns ein Mitspieler in die Quere gekommen ist, indem er selbst Felder besucht hat, die wir dann nicht mehr besuchen konnten, oder wenn er sogar ganz bewusst unsere Aktion torpediert hat und man dann flexibel werden musste, sozusagen sich einen Plan B ausdenken musste. Also das hat wirklich super gut funktioniert. Auch toll diese Links auf dem Spielbrett, ne? Wenn ich zwei angrenzende Location halte, dann bekomme ich nochmal den Link und diese Links sind teilweise kriegsentscheidend, weil sie eben Bonusressourcen darstellen. Ganz toll. Balancing, ja, wir haben uns dieses Board angeguckt, ich habe am Anfang noch gedacht, Mensch, guck mal, 24 Siegpunkte bekommst du alleine für die Zelte, aber es hat sich herausgestellt, dass egal was ich tue, ich habe gute Möglichkeiten zu gewinnen, wenn ich Zelte baue, wenn ich meinen Clan füttere, einen Totempfahl errichte, Handwerk treibe, das hat wirklich alles funktioniert, man kann also gewinnen, egal worauf man sich fokussiert, wichtig ist nur, dass man dieses geheime Objective noch berücksichtigt und man kann auch fast jedes Spiel mit 32 Siegpunkten verlieren. Habe ich ausprobiert, funktioniert. Ob man Zelte baut oder ob man sich aufs Handwerk stürzt. Ja, also Balancing, wunderbar. Mechanik, großartig. Thema, naja, nur mir persönlich gefallen Spiele wie Räuber der Nordsee und Champions of Midgard thematisch betrachtet besser. Material wird großartig. Alles in allem, ich freue mich auf diese am 5. Juni startende Kickstarter-Kampagne wie ein kleines Kind. Ich empfehle euch, diese Kickstarter-Kampagne sich ganz genau anzugucken. Ich bin sicher, es gefällt euch. Auch wenn man wie ich ein großer Worker-Placement-Fan ist und schon 5, 6 davon im Regal stehen hat, dieses Spiel ist es wert, zusätzlich im Regal zu stehen, also sich neben den bereits im Regal stehenden einzureihen. An der Stelle bleibt mir nichts anderes, als mich für das Zuschauen zu bedanken. Natürlich auch für den Prototyp, den ich von La Boîte de Jeux bekommen habe. Wenn es euch Zuschauern gefallen hat, dann schenkt mir doch ein Gefällt mir. Vielleicht abonniert ihr meinen Kanal. Dann sehen wir uns ganz bald wieder, wenn ich ein weiteres Spiel vorstelle, einen weiteren Prototypen bekomme. Gerne dürft ihr dieses Video teilen. Und natürlich freue ich mich über Kommentare. An dieser Stelle verbleibe ich mit spielerischen Grüßen, euer Marcel, bis bald.